Die war doch lesbisch, die alte hier, unsere Doktorin. War das nicht so? In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Alles klar. Whitney Penner. Sieht es diese Woche besser aus? Schatz, es wird noch schlimmer. Bill und Sandra sind krank und seit Wochen hat keiner was von Alexis gehört. Ich kann nicht mehr, das ist zu viel. Wir müssen es einfach versuchen. Wir sind Überlebende. Queen Jodo. Was ist da draußen los? Wow. Oscar Rodriguez. Wurde das in Camp Hudson gesehen? Ah. Ich war auf dem Weg hierher bei ihrer Wohnung, aber sie hat nicht aufgemacht. Sie ist vielleicht krank. Mein halbes Büro hat sich was eingefangen. Ich weiß, aber letzte Woche war sie auch schon nicht da. Hey, Alexis, hier Aya. Ich wollte wissen, ob du heute noch kommst. Auch wenn die Woche scheiße war, dafür sind wir ja hier. Komm rüber, wenn du kannst, und ruf mich an. Auch wenn du nicht kannst, damit wir wissen, dass es dir gut geht. Okay? Pass auf dich auf. Sie ist uns keine große Hilfe. Sei nachsichtig, Albert. Aha. Also gehen wir mal... Alter, das Echo ist immer so laut, ey, wenn das sich schließt. Warum hätte ich schon mal mehr? Ich bin so bekannt vor hier. Blaue Jacke. Was fotografieren? Person-ID, Dr. Jürgen, falls du jemand selber brauchst, weißt du, wo wir finden können. Aha. Hi Alexis, hier Brenda. Du hast dich leider nicht mehr gemeldet. Diese Erkältungswelle scheint doch ernst zu sein. Die Familie meines Bruders verlässt zur Sicherheit die Stadt. Sie fahren zu meinen Eltern nach Passaic. Ich werde wohl mitfahren und ich weiß, dass du gerade auf dich allein gestellt bist, aber du sollst wissen, dass du gerne mitkommen kannst. Ruf mich an, wenn du das hörst. Ich möchte wirklich wissen, ob es dir gut geht. Tschüss. Das Handy macht einen Abflug, würde ich mal. Echtes Quorn live. Ach du Scheiße, was geht da die? Mit sie. Retro-Adressbuch. Teil der Seite ist als Ken der Jessica zerrissen worden. Okay. Meter! Alter. Ja, schickt uns nur wieder hin und her hier. Nichts zu tun. Ja. Wobei ich sagen muss, das sind die interessantesten Nebenquests. Da erfährst du ein bisschen was über die, Alter, über die Nebengeschichte und alles. Ah, diese 0815 Nebenmission. Die kannst du ja aber voll in eine Tonne kloppen. Ja, ich finde das übelst krass, ey. Das hat wenigstens noch Auswirkungen.
Ah, das hat nicht ganz so geklappt. Der erste Schuss hat ihn irgendwie das Bein getroffen oder so. Was willst du tun? Ah, ja, ganz arm. Sie sind ein guter Mensch. Ah, du bist ein Lutscher. Also piss dich, Jim Brains, aber da hier. Alter, ich treffe diese komischen Taschen von diesen Lutschern nicht. Warum sitzen die auf der Straße, weißt du? Keine Hobbys, die Leute. Coole Gärtnerstiefel, was? Ich hab's jetzt nicht genau gelesen. Der Typ, der da rumschreit, ne? Geht so easy. Na, die Bude ist immer runtergekommen. Was für ein Lebensratgeber. Okay. Erstschlag kann ich schon jetzt hier lesen. Präventivschlag. Wobei ist das ja eigentlich vorbeugend. Na, ist egal. Aktives Echo-Signal geortet. Ah, freue ich mich. Das sind mal die absoluten. Ja, diese komischen Klimaanlagen immer. Interessiert an Jessica, aktuell vermisst Pianistin. Winterstiefel, alles klar. Jess, ich hoffe, du hast es rausgeschafft. Ich weiß, du liebst Keime, aber das sind sogar für dich zu viele. Wenn die Welt jemals wieder normal wird, hoffe ich, dass du dies findest und weißt, dass ich nicht leiden musste. Du sollst dich nicht quälen. Ich denke an dich, an die Stelle, an der wir unseren ersten Abend in der Stadt verbracht haben. Ich kann mir wirklich keinen schöneren Ort vorstellen. Ich werde dich für immer lieben. Deine Alexis. Ja. Lesbenpower. Okay, das war's hier. Er bricht das Ding zusammen. Zum Glück überhaupt nicht laut jedes Mal, aber ist ja auch nicht so schlimm. Okay, so, jetzt müssen wir noch mal knappe 500 Meter in die Richtung. Mit.
hier Bedrohungen. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Was? Ist das alles? Mal sehen, wie schnell du laufen willst. Na Alter, ohne Witz. Schlechter Sniper ever. Winnie, wir hatten schon einen schlechteren, glaube ich, ne? Irgendwas war da. Ich kann mich dunkel erinnern. Ja, machen wir halt nebenbei die hier noch. Ist ja easy. GTF-Verstärkung angefordert. Schön. Warnung, Gegner nähern sich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Na, schieß doch, Alter! Ha! Was? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Warnung! Sprengvorrichtung wurde entdeckt! Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Du bist in der Unterzahl. Hat er nämlich nicht mal mitgekriegt neben mir, weißt du? Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Ja, Premium. Der neben mir hier fummelt an dem Ding rum. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Das hab ich nicht mal. Alter. Das hab ich nicht mal gecheckt. Was? Psychos? Welche? Kann nicht sein, dass wir für einen Kampf jetzt alle meine Medikits da brauche. Problem ist, dass die halt einfach auf dich zustürmen. Ohne Sinn und Verstand, ey. Aufzeichnung entdeckt, wo? Tun Sie nicht so, als wäre ich nicht da. Hä? Du bist nicht da, du Lutscher.
Dann starben die Ersten. Und zwar nicht nur Alte und Kinder. Die Leute fielen auf der Straße einfach tot um. Sie starben in ihren Wohnungen, wo sie tagelang niemand... Alarm! Empfange JTF-Funksprüche! Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Wenn die immer durch mein Schussfeld laufen, ne? Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommen noch mehr! Oh Gott! Im Brennen, weißt du? Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alter. Ich hab kein Dings mehr. Ja, alles klar. Alter, schon wieder ohne Witz, ey. Das kann doch nicht sein, ey. Du verräucherst deine Medikits immer zu und du kriegst aber auch fast keine nach. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel jetzt seit dem letzten Patch so unbalanced ist, das ist nicht mehr normal. Deine Fresse, du gehst mir, es geht mir alles auf den Sack hier, dieses Drecksgame. Ich habe die maximale Freude. Also. Ne, also nicht. Kannst du ja nicht mal hier einfach über die Straße laufen? Guck mal, ich mach dich hier nicht mal mehr mit einem Headshot down, ey. Das ist doch nicht normal. Theoretisch musst du warten, bis du dich... Ja, regeneriert das in der. Man muss das theoretisch noch taktischer spielen, aber das geht mir so aus dem Sack, dass wenn ich das noch taktischer spielen soll, da hab ich keinen Bock drauf. Einfach piss ich doch. Kann ich hier nicht einfach mal. Kannst nicht mehr Zivilisten erschießen, ist ja langweilig. Ja.
das Game, ne? Das schürt irgendwie so richtig so meinen Frust gerade. An. Alter, ohne Witz! Ohne Witz, ne? Noch mehr. Alter, ohne Witz, ne? Die einzigen Sträflinge sind die, die Scheiße programmiert haben, ohne Witz.